Hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Let's Play Horizon Zero Dawn auf der PS4. Ich muss kurz einen Soundcheck machen. Jupp, sieht so aus, als wird's laufen. Okay. Wir erfahren immer mehr Informationen. Und in welchem Abteil von Gaia sind wir denn jetzt gelandet? Willkommen bei Illuthea, Krönung und Gipfel von Gaias untergeordneten Funktionen. Denn durch Illuthea wird die menschliche Rasse weiterhin existieren. Ich bin Patrick Broschard-Klein, leitender Alpha dieses Programms. Lassen Sie mich bitte eine Sache gleich von Anfang an klarstellen. Illuthea ist keinesfalls ein Gentechnologieprojekt. Unser Ziel ist es, das menschliche Genom zu erhalten und nicht zu verändern. Eine Momentaufnahme menschlicher Genvielfalt, eingefroren in der Zeit. Die genetische Quintessenz unserer Spezies unverändert. Ich sorge dafür, dass alle Aktivitäten den Klonrichtlinien von 2034 und dem Relay-Vertrag von 2048 entsprechen. Das erscheint bizarr, vielleicht sogar trivial in Anbetracht der gegenwärtigen Umstände, aber als einer der Verfasser des Vertrags ist es für mich keinesfalls trivial. Die praktischen Herausforderungen sind gigantisch im Umfang und Komplexität, aber nicht unüberwindbar. Nein. Globaler Abgleich und Aufbewahrung der Zygoten, Perfektion exogener Technologien, Entwicklung perfekter Dienstprogramme. Für die Versorgung und Prägung während der frühkindlichen Entwicklungsphase, all diese Programmkomponenten müssen sich perfekt ergänzen. Ganz zu schweigen vom dringenden Bau von Ursprungsanlagen an Standorten auf der ganzen Welt. Also, wenn Sie bereit sind, fangen wir an. Menschliche... Moment, menschliche Erschaffungsanlagen. Richtig? Menschliche Erschaffungsanlagen. So wie Mutterberg. Die haben doch auch gemeint, dass die Eloy wurde einfach vor dem Tor gefunden, als Baby. Das heißt, sie wurde einfach... Sie ist eine... So wie alle Menschen hier jetzt sind einfach nur... Klone. Sind das dann noch richtige Menschen? Schwierig. Ganz schwierig. FZ-Kammern. Was sind die FZ-Kammern? Okay. Oh Gott. Die Ektogenese-Kammern. Ah. Oh ne. Sind vor 2 Tagen angekommen. Ich habe die letzten 36 Stunden damit verbracht, sie zu untersuchen und die technischen Dokumentationen zu studieren. Sie sind eine Offenbarung. Erstaunlich. Ich weiß nicht, was du Fazinit für diese Kammern geben musstest, aber das war es wert. Mit einem Schlag haben ihre Embryologen 50 Jahre technologischer Defizite übersprungen. ECMO-Risiken gelöst. Nahrungszufuhr gelöst. Hormonstabilität gelöst. 12 weitere Risikobereiche gelöst. Bevor ich diese Kammern untersucht habe, habe ich die Odyssee für ein furchtloses Unterfangen gehalten. Fruchtloses Unterfangen gehalten. Aber wenn der Rest von Fazinits Technologie auch auf diesem Level ist, eine Menschenkolonie bei Sirius scheint dann gar nicht mehr so unmöglich zu sein. Ach so. Vielleicht doch Leute in den Weltraum schicken. Die Massenherstellung der Kammern stellt uns vor einige Herausforderungen, aber ich bin zuversichtlich, dass wir sie lösen können. Ich ruhe mich jetzt ein paar Stunden aus und setze mich dann wieder dran. Du kannst den Herstellungsplan in den nächsten 48 Stunden erwarten. PBK. Das war der Mr. Klein. Was gruselig ist, denn mein Werksleiter heißt auch Klein. Interessant. Okay. Ursprungsanlage versiegelt. Ah, okay.
Ursprungsanlage versiegelt. Elysia 01 konnte versiegelt werden, bevor der Schwarm, der sich aus der Qingyang-Region näherte, es entdeckt hat. Das Pingback der wesentlichen Systeme ist gut. Für unsere Jungfernfahrt ist das ein Erfolg. Was mein Disput mit den Betas über die Zygotenauswahl angeht, natürlich verstehe ich, dass der Aufwand für Simulationen des Genflusses in unseren zukünftigen Menschen begrenzt sein sollte. Aber wir können uns darauf verständigen, dass es bei einem Spielraum zur Veredelung der zukünftigen Ursprungspopulation gibt. Aha, Veredelung. Mhm. Ergo, zusätzlich zur persönlichen Überwachung der Elysia 02 Fertigstellung im Mount Namuli werde ich noch diese Woche einen modifizierten Zygonen-Auswahlplan ausarbeiten und vorlegen. Modifiziert. Also doch veränderte Menschen. Konnten sie wieder die Finger nicht stillhalten? Einfach doch wieder ein bisschen veredelte Menschen. Ah ja. Was soll das heißen? Was haben die... Oh. Ist das hier das, wofür ich es halte? Künstliche Gebärmütter. Maschinen, die eine neue Generation von Menschen hervorbringen sollen. Krass. Persönlichkeiten für Ursprungsanlagen Servitoren. Die Entwicklung der künstlichen Persönlichkeiten für die Servitoren der Ursprungsanlagen Ernährer, Erzieher, Heiler kommt gut voran. Wir peilen Turing 0,4 für diese Konstrukte an. Dies sollte geringe Empathie und begrenzte Improvisation gewährleisten, ohne die Einhaltung kodifizierter Verhaltensmuster zu gefährden. Allerdings stellt der stimulusabhängige Wechsel der Persönlichkeit eine größere Herausforderung an die Software dar als erwartet. Insbesondere die festgefahrenen Feedback-Schleifen zwischen der Erzieher- und Heilerpersönlichkeit machen uns Sorgen. Ich habe außerdem die Berichte über einen Zwischenfall angehängt, bei dem ein Servitor mit Mutterpersönlichkeit in die Maßnahmen eines Erzieher-Servitors eingegriffen hat. Ein Streit unter Eltern sozusagen. Auf den ersten Blick vielleicht amüsant, aber zutiefst besorgniserregend. Ich habe einen umfassenden Plan für die Korrektur dieser interaktiven Protokolldefizite beigefügt in nur... Interessant. Maschinen, die Menschen aufziehen, die sich dann über die Erziehung wiederum streiten. Irgendwie... Kein Platz. Irgendwie paradox. Komplett paradox. Oh Gott, da sind ja noch mehr. Die habe ich gar nicht gesehen. Was ist das? Holoprojekt. Ah ja, okay. Okay, also künstliche Menschen. Veredelte Menschen. Ah ja. Konnte wieder die Finger nicht stillhalten. Furchtbar. Ursprungsanlagen. Elisabeth sagte, dass eine neue Generation von Menschen in solchen Anlagen entstehen würde. Das sagte sie. Also, war der Berg der Urmutter eine solche Anlage? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Die Luke ging nicht auf. Da war irgendwas mit einer beschädigten Alpha-Registry. Ich muss Elisabeths Büro durchsuchen. Also jetzt kommen wir der Sache langsam näher. Beschädigte Alpha-Registry. Ja, vielleicht kriegen wir hier in ihrem Büro ja die komplette Bestätigung, dass wir in den Berg hinein dürfen. Nach oben, oder? Ja. Okay, nach oben. Weiter nach oben? Nee. Okay. Ich muss mir immer die Optik bewahren, dass ich sonst nämlich die Orientierung verliere. Also, da geht's wahrscheinlich... Ja, da geht's zum Büro. Wir gucken noch schnell um die Ecke. Hier ist nichts, alles klar. Dann gehen wir mal zum Büro von Elisabeth Sobeck. Okay, hier gibt es eine Menge Daten. Okay.
Fangen wir mal an. Am besten hier irgendwo. Hier war doch was. Da. Logik allein reicht nicht, Ted. Damit es klappt, muss Gaia ein wenig Eigeninteresse haben. Sie muss fühlen. Und wenn sie amok läuft? Lernen wir gar nichts aus unseren Fehlern? Deinen Fehlern willst du sagen? Alles, was ich sage, ist, baut ein Notaus ein. Sie ist ganz jung, Ted. Ich halte ihr keine Waffe an den Kopf, wenn sie noch in der Wiege liegt. Du redest wie von einem Kind. Was, wenn sie ein Monster wird? Elizabeth, darf ich vielleicht etwas dazu sagen? Natürlich, Gaia, nur zu. Ich widerspreche nur ungern. Doch Mr. Farrows Argument ist schlüssig. Im Moment ist die Entwicklung meiner Psyche nicht vollständig vorhersehbar. Zum sicheren Erhalt des Lebens wäre ein Notfallschalter, glaube ich, eine Notwendigkeit. Da. Zufrieden, Ted. Himmel, Liz, mach, was sie sagt. Wie Mutter und Vater. Und der Ted Farrow ist ja eigentlich der Verursacher des ganzen Schlamassels. Und Elizabeth ist dann die Mutter von allem. Interessant. Ich finde diese ganze Thematik einfach. Dann wurde irgendetwas Roboter profitieren von Antibiotika, obwohl Caprini eine höhere Belastbarkeit aufweisen. Du lernst schnell, Gaia. Dr. Sobek, während meiner vergleichenden Analyse der verschiedenen Säugetierstrukturen habe ich umfassende Daten über das Quartäre Aussterben gesammelt. Oh, und deine Einschätzung? Gaia? Logisch gesehen war das Aussterben eine natürliche Konsequenz. Aber ich finde den Verlust dieser Megafauna unglaublich traurig. Dass sie völlig in Vergessenheit gerieten, weckt in mir ein Gefühl der Trauer, das schwer zu beschreiben ist. Ist das ein Fehler? Nein, Gaia, gar nicht. Es ist gut. Sehr gut. Der Computer hat nicht wirklich gerade gesagt, dass er schade findet, dass die Megafauna verloren gegangen ist. Also quasi Dinosaurier und so. Wie haben die das geschafft, einem Computer beizubringen, zu fühlen? Das, wenn wir das rausfinden könnten, wäre es interessant. Gaia-Protokoll? Es folgt eine kurze Zeit der Bewusstlosigkeit während des Umzugs nach Prime und dem Aufbau. Elizabeth, darf ich etwas dazu sagen? Wenn du am neuen Standort wieder läufst, schalten wir die Unterfunktion online und sehen, wo wir stehen. Elizabeth, ich erkenne Betrübnis. Geht es dir gut? Ja, doch. Ich begreife, dass uns die Umstände zu einem sehr frühen Start zwingen. Aber die Subsysteme sind betriebsbereit. Die Chancen stehen gut für uns. Aber wenn... Gaia, da draußen ist nichts mehr. Ohne Schutzanzug ist es unmöglich, überhaupt zu überleben. Milliarden Opfer. Ihr Tod war entsetzlich. Was ist, wenn es umsonst war? Elizabeth, das Aussterben war unvermeidlich. Dank dir hat das Leben eine Zukunft. Glaubst du wirklich? Ich glaube an dich, Elizabeth. An dich und das... Und das... Das A? Das was? Das A? Das Aussterben notwendig ist? Oder was? Na, ah, die können doch nicht sowas machen. Oh. Tür aufstemmen? Ja, natürlich. Wenn es doch nur immer so einfach wäre. Okay. Da ist was Wichtiges drin. Maschinenkern. Ja. Zumindest halbwegs Wichtige. Da drin. So, wir brauchen die Daten hier. Was ist das? Textnachricht. Odyssee fehlgeschlagen?
An alle. Leider habe ich furchtbare Neuigkeiten. Fazinit hat mich darüber informiert, dass die Odyssee-Mission fehlgeschlagen ist. Letzte Nacht zeigte die Telemetrie einen katastrophalen Antimaterie-Eindämmungsfehler an, als die Antriebe zum Verlassen des Sonnensystems hochfuhren. Das Schiff, die Mannschaft, die Ladung von Zygoten und Samen, das Alpha-Modell von Apollo. Alles verloren. Zero Dawn ist jetzt die letzte Hoffnung auf den Fortbestand der menschlichen Spezies und des Lebens auf der Erde. Wir müssen Erfolg haben. Die haben also doch ein Raumschiff losgeschickt. Im Prinzip mit demselben Grund, mit demselben Grundprinzip wie jetzt hier auch, nur dass es ist fehlgeschlagen. Antimaterie-Eindämmungsfehler, ja. Futsch. Alles futsch. Mit einem Schlag. Futsch. Oh je. Also kein Raumschiff für die Menschen. Toll. Was haben wir da? Artemis-Status. Es geht voran, Liz. Ich bin zuversichtlich. Falls man so etwas überhaupt noch sagen kann. Ich habe endlos mit Kryozoos über ihre Proben verhandelt. So viele Spezies, gefangen in makabren Hologrammschaubildern, aufgehoben. Nur für den Fall. Über 14.000, die zwischen 2000 und 2043 ausgestorben sind. Wir haben angefangen, eine primäre Abfolge festzulegen und Pionierorganismen für eine ausgewogene, nachhaltige Biosphäre ausgewählt. Mikroorganismen und Insekten, Kaninchen und Habichte, Füchse und Wölfe und tausende mehr, die darauf warten müssen, an die Reihe zu kommen, bis unsere neuen Generationen ihre Wiedererschaffung anvertraut werden kann. Sie können also in eine Welt zurückkehren, die dieses Mal das Konzept der Arterhaltung begreift, bevor es zu spät ist. Es war schon viel zu oft zu spät. Wir haben ein ganzes Sammlerteam beim Schwarmdurchbruch in Myanmar verloren. Die Proben, die wir verloren haben, sind, tja, unersetzlich. Aber dank dir, Liz, wird sich der Kreislauf des Lebens biegen und nicht brechen. Die Erde war einst ein unbelebter Gesteinsbrocken. Und eines Tages wird sie es wieder sein. Aber nicht jetzt, nicht so, nicht mit uns. Ronson. Okay. Interessant. So, dann greifen wir mal auf das Terminal zu. Die Alpha Registry Master Datei. Intakt? Ja. Sieht unbeschädigt aus. Worauf wartest du denn noch? Kopier die Datei. Damit kann ich die Registry der Urmutter Luke wiederherstellen. Sie öffnen. Hineingehen. Und die Geheimnisse darin erfahren. Mein Geburtsort. Vielleicht, wer mich geboren hat. Wer? Bist du wirklich so naiv? Dort wird kein Wer auf dich warten, Aloy. Wie auch immer du auf die Welt kamst, es war ein Was, kein Wer. Du Bastard. Oh nein, ich hatte eine echte Geburt. Du, Aloy, bist die Schöpfung einer Maschine. Doch welche Maschine und warum? Warum bist du auf der Welt? Ha, das ist die Frage. Oh shit. Die Eclipse. Du musst verschwinden. Was du da hast, ist zu wertvoll. Du bist zu wertvoll. Zu wertvoll für wen? Alpha. Oh oh. Shit. Shit. Uh-oh. Du lebst noch. Gut. Ich plane einen passenderen Tod für dich, Kind. Naja, spart uns den Weg rauszulaufen. Wo sind wir? Mein ganzes Leben wusste ich eines mit prophetischer Sicherheit.
dass ich zu Ehren kommen würde als ein Streiter der Sonne. Selbst bei Gerans Ermordung, selbst als Meridian fiel, habe ich nie daran gezweifelt. Bis du gekommen bist. Als ich hörte, du hast überlebt, nagte der Zweifel an mir. So sicher wie die Sonne jeden Tag ihren Lauf nimmt, sterben die, die ich töten soll. Doch diesmal nicht. Wie? Warum? Mit jedem deiner Angriffe, jedem Soldaten, der durch dich fiel, wuchs der Zweifel in mir weiter. Er wuchs, als Hohepriester Bahavas verschwand. Und als der Sonnenkönig Itamen verschleppt wurde, wuchs er nicht nur. Er war gewaltig. Ich träumte immerzu davon, dir die Kehle aufzuschlitzen. Ein Schnitt. Ein schneller Zug mit der Klinge und du blutest aus. In so etwas bin ich sehr geübt. Warum zögern? Woher kam dieses Versagen? Nach Rost mal fragen. Genau. Und was zeigt deine Narbe? Du hast es nicht geschafft. Ja, ich erinnere mich. Er kämpfte gut. Für einen Wilden. Sein Name war Rost. Und er war ein besserer Mann, als du es je sein könntest. Der bessere Mann ist der, dessen Gedärme nach dem Kampf nicht vor ihm liegen. Nein, er war das nicht. Ich hätte dich töten können, bevor er angriff. Aber ich tat's nicht. Dieses Versagen verfolgte mich lange. Bei jedem Schritt. Erst als ich dich gefangen nahm, unten an dem Ort, erkannte ich endlich, wie die Wege der Sonne den gesamten Verlauf der Ereignisse gekennzeichnet hatten. Du solltest damals auf dem Berg überleben. Ausgrabungen angreifen und meine Männer töten. Den Hohepriester Bahavas eliminieren und uns Itamen wegnehmen. Und ich... Ich sollte dich gefangen nehmen. Hier. Damit du als eine rituelle Opfergabe für die Sonne sterben kannst. Es ist alles, wie es sein sollte. Schicksal und Vorbestimmung. Was sagen wir zu ihm? Du bist ein Verbrecher, du bist ein Narr, du bist benutzt. Ich würde ihm ja sagen, du bist ein Narr. Andererseits, die Wahrheit vielleicht vernünftig? Wir probieren's mal. Tolles Schicksal. Du folgst nur Befehlen, keinen kosmischen Wegen. Du bist wie ein Hund, den Hades an der Leine hat. Ein Diener, den er herumschubsen kann, wie er will. Es wäre zum Lachen, wenn nicht so viele sterben müssten. Hades ist eine alte Maschine, nicht der verborgene Schatten der Karja. Er schert sich nicht um Meridian. Er will einfach alles und jeden töten. Und du bist ein williger Sklave. Ich diene nicht dem verborgenen Schatten, sondern der Sonne im Schatten. Die Hälften der Natur, vereint für die Sache. Schatten zur Sonne. Dunkel zu Licht. Merkst du wirklich nicht, wie lächerlich das klingt? Statt einem irren, mörderischen König dienst du jetzt einer irren, mörderischen Maschine. Du steigst ab, nicht auf. Klar? Ich werde daran denken, wenn ich deine Leiche brennen sehe. Was davon übrig ist. Du begreifst es wirklich nicht. Du wurdest endlich besiegt. Und damit der Zweifel. Und aus einem festen Glauben wächst unbändige Kraft. Dann öffne den Käfig und stell dich der Probe. Prüf nach, ob es so kommt, wie du denkst. Der Kreis ist geschlossen. Jedes Element ist am richtigen Platz. Genau da, wo es hingehört.
Die wilde Bestie, gefangen, wird ihren Zweck erfüllen. Als ein Opfertier. Ah, was übrigens Opfer angeht, das wollte ich noch sagen. Nach der Zerstörung des Eclipse-Netzwerks schickte ich Boten in den Osten. Oh nein. Sie sollten dort Truppen versammeln für den Angriff auf das Heilige Land. Ich befahl, alle Nora zu töten. Ich hatte gehofft, du wärst dort, aber... Naja, die Aktion war dann wohl doch unnötig. Boah, jetzt kommt's drauf an. Sie verstießen mich. Sie sind unwichtig. Oder es war ein sinnloses Gemetzel. Eigentlich war ja... Sie gehörte ja eigentlich nicht wirklich dazu, aber trotzdem... Sie hatte ja dort zumindest zwei Freunde. Boah, ist das mies, ey. Solche Entscheidungen sollte ich nicht treffen können. Unwichtig sind sie nicht, denn jedes Leben ist ja eigentlich wichtig. Sie verstießen mich. Es war ein sinnloses Gemetzel. Warum Unschuldige töten, ganz ohne Gewinn? Reine Zeitverschwendung. Das stimmt. Ich bin nicht mal da, um zuzusehen. Wie dem auch sei. Ich könnte den Befehl auch gar nicht mehr zurückziehen. Da du ja unser Netzwerk zerstört hast, ist die Kommunikation mit meinen Truppen unmöglich. Du hast nicht nur dich verdammt, sondern den ganzen Stamm. Lässt sich darin nicht deutlich das flammende Urteil der Sonne erkennen? Dein Fokus. So ein mächtiges Gerät, nicht wahr? Und so zerbrechlich. Mein Fokus. Siehst du? Diesmal habe ich nicht gezögert. Das Messer hat schon zugestochen. Exakt. Blöder Fanatiker. Oh je. Gläubige, freut euch! Unsere Jahre im Schatten sind vorbei! Ein neuer Morgen dämmert am Horizont. Ein neuer Tag, der bald anbricht. Und wenn es soweit ist, wird der falsche Sonnenkönig tot sein. Und das heilige Meridian gehört wieder uns! Und ich bin ein Verkünder der Prophezeiung. Alle Hälften der Natur vereint für die eine Sache. Schatten zur Sonne, Licht zum Dunkel, Nacht zum Tag. Seht her! Bleibt sitzen! Seht ihr nicht den Beweis des Segens der Sonne vor euren Augen? Wie sonst könnten Schatten wie diese im Licht des Tages herumstreifen? Wären sie nicht gebilligt von der Sonne und unserer Sache verbunden? Vor vielen Jahren, als der große Ring geweiht wurde, endeten viele Gläubige auf Anordnung des strahlenden Giran unter den Hufen eines Behemoths. Mächtig ist der Behemoth in den Augen der Sonne. Aber noch mächtiger ist er, durchdrungen von der Macht der Schatten. Lass diese hier, die Intrigen gesponnen hat, die Erste sein, die stirbt. Lass sie die Erste sein von Tausenden. Die lassen mich jetzt ohne Scheiß unbewaffnet gegen den Behemoth antreten. Danke. Oh shit.
Waffen werde ich das Ding nie besiegen. Ja. Alle meine Waffen liegen oben auf der Plattform und ich komme nicht aus diesem Ring raus. Vielleicht kann ich seine Stärke gegen ihn einsetzen. Vielleicht. Ah, was machst du? Wow. Schreckende Sonne. Uff. Okay, liegt hier wenigstens irgendwas rum, was mir helfen könnte? Das ist verheerend. Nein, hier liegt gar nichts rum. Scheiße. Die Säule schwankt. Die Säule? Und die Säule bricht zusammen. Die Säulen. Genau. Boah, das hat ganz schön wehgetan. Hier bin ich. Geschafft. Noch eine Säule und die Plattform kommt runter. Okay, dann auch meine Waffen. Dann machen wir die hier. Die ist hin. Ja klar, noch schnell umgezogen. Hey! Frag mal, wer wieder Waffen hat. Jetzt ja. Hast du nur noch ein großes, dummes Ziel. Jetzt reicht's. Du Sau! Jetzt bist du erstmal kräftig auseinandergenommen, mein Freund. Sie müssen etwas mit seinen Hübern zu tun haben. Oh, du wirst brennen, mein Freund. So viel sage ich dir. Er hat einen Eisbär auf dem Boden. Ah. Kryopfeile sollten ihn hochjagen. Oh, ich muss da weg. Ja, den Behälter am Bauch, den habe ich auch schon gesehen. Warte mal, wir probieren es mal mit den Abrissballen. Wow. Der hat auf jeden Fall gesessen. Boah, dieser scheiß Riesenstein. Ja. Ja. Okay, hat getroffen habe ich auf jeden Fall schon. Oh, das war die andere Hälfte. So, und jetzt nochmal schön kräftig mit drei Pfeilen. Und gute Nacht. Oh, hat noch nicht gesessen. Oh, oh. Eloy, tu mir das jetzt nicht an. Erwischt. Und stirb! Na, was guckst du? Seid still! Schatten! Tötet sie! Tötet sie! Warum überlässt du es ihn? Hol mich doch selbst! Wow!
Wie episch war das denn, bitteschön? Du bist hier. Wirklich hier. Hast dein Leben riskiert. Ja, natürlich. Wenn du stirbst, wird uns der Heilige Berg niemals seine Geheimnisse enthüllen. Dann hast du deine Zeit verschwendet. Helis zerstörte meinen Fokus. Und auch die Alpha Registry. Keineswegs. Ich habe jeden einzelnen Datensatz kopiert, während ich deinen Fokus überwacht habe. Ihre Installation auf einem neuen Fokus war ganz einfach. Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Du machst es einem unmöglich, dich zu mögen, Silence. Aber den brauche ich wohl. Finden wir den Ort deiner Geburt. Vielleicht sogar den Grund dafür. Ja, finden wir die Maschine, die mich erzeugt hat. Das willst du doch sagen. Ich muss los. Warte. Ja? Wie konntest du mich denn finden, obwohl ich keinen Fokus mehr hatte? Wirklich, Aloy. Man muss kein Genie sein, um zu ahnen, dass Helis dich mittags in den Sonnenring werfen würde. Ich brauchte zwei Läufer, um es zu schaffen. Es hat geklappt. Und jetzt ab mit dir. Ich will noch mehr. Seit wann kannst du Maschinen überbrücken? Seit du diese Technik entdeckt hast. Ich musste für die notwendigen Teile natürlich einen Verderber vernichten. Aber du hast mir ja gezeigt, wie man das macht. Ein weiterer Vorteil davon, dich über deinen Fokus zu überwachen. Ehrlich gesagt, die zugrunde liegende Logik ist gar nicht so verschieden von den Riten der Banuk-Schamanen. Aber natürlich weiter ausgereift. Toll. Gern geschehen, schätze ich. Helis hat dich im Sonnenring erkannt. Du sagtest, du hast die Eklipse unterstützt. Nicht, dass du den Mann kennst, der mich töten wollte. Jetzt weißt du es. Der Mann ist eine Bedrohung. Also tun wir, was wir können, damit er und Hades nicht siegen. Gut. Ich werde gehen. Was es schlimmer macht, Helis hat Eklipse ausgeschickt, um das Heilige Land anzugreifen. Die Nora sind schon geschwächt. Sie haben keine Chance. Du solltest mit mir kommen. Auf gar keinen Fall. Ich muss ein paar Vorbereitungen treffen. Was denn für... Warum frage ich eigentlich? Du sagst es mir eh nicht. Wenn die Zeit reif ist, melde ich mich. Ich melde mich später. Und einstweilen, falls du wieder ins Schatten-Kaja-Gebiet willst, habe ich hier eine Rüstung, in der dich niemand erkennt. Du denkst wirklich an alles, was? Einer muss es ja. Aloy, als du die Alpha Registry geborgen hast, unten im Zero Dawn Bunker, ich war gemein zu dir. Ganz im Ernst. Ich hoffe, dass im Innern des Berges jemand auf dich wartet. Kein Etwas, ein Jemand. Ja! Yeah! Eine Rüstung? Schrecken der Sonne. Wir haben den Sonnenring überlebt. Holla, die Waldfee. Was zum Geier sind wir überhaupt? Herz der Nora, neue Hauptquest. Wenigstens hat er mir ein Pferdchen da gelassen. Gib dich zu, Urmutter. Outfits. Schattengetreue, leicht. Oh, das sieht cool aus. Diese Falkenrüstung dient als gute Tarnung und stellt gegen Blendungseffekte sehr anpassbar. Aha. Interessant. Da steht aber nicht Schattengetreue leicht. Gibt es sie auch in schwer? Aber die sieht cool aus. Eisschutz, Verderbtenschutz, Tarnung und Fernangriffsschutz. Ach, die macht überhaupt gar keinen Schutz. Die dient nur zur Tarnung oder was? Boah. Naja. Besser als gar nichts. Komm, die ziehen wir mal an. Ich will mal sehen, wie sie aussieht. Sieht ein bisschen aus wie Zorro.
aber irgendwie cool. Wo sind wir überhaupt? Ach so, wir sind gar nicht weit weg. Okay. Zero Dawn, Nebeneingang. Panoramapunkt. Interessant, das Ganze, wie sich das jetzt so entwickelt hat, nicht wahr? Verdammter Wind. Ich habe mich noch nie gern herumstoßen lassen. Ja, das wissen wir. Okay, das haben wir alles wieder. Munitionstechnisch alles wieder Tutti. Aber aus dem Zero Dawn Bunker haben wir jetzt eigentlich nicht keine Energiezelle bekommen. Nee. Wir haben keine Energiezelle bekommen. Wir haben aber dafür das zweite Teil davon bekommen. Wie viele Sachen müssen wir denn noch machen? Es wird alles so ein großes Rätsel sein. Kaninchen brauche ich jetzt ausnahmsweise nicht. Aber den Fuchs. Okay, den haben wir. Aber der hat nichts gebracht. Eigentlich macht es ja auch Spaß mit so einer Rüstung und so. Einfach mal ein bisschen durch die Kante zu reiten. Ist schon irgendwie cool. So, hier irgendwo ist ein Lagerfeuer. Und da werde ich jetzt erstmal ein bisschen eine Aufnahmepause machen. Brrr. So, jetzt schauen wir uns das Outfit nochmal kurz im Ganzen an. Auf jeden Fall cool. Sehr, sehr cooles Design. Muss ich schon zugeben. Nur natürlich bietet es null Schutz wahrscheinlich. Naja, es bietet halt... ja, es bietet halt so gut wie gar keinen Schutz. Das bietet halt wenigstens ein bisschen Schutz in alle Richtungen. Aber das sieht cool aus. Naja, wir können es ja erstmal anlassen. Wir können es ja erstmal anlassen und ja. Ich bedanke mich erst einmal fürs Zuschauen und sage, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Let's Play Horizon Zero Dawn. Macht's gut, bis dahin. Ciao.